Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zu einer neuen Ausgabe Schröders Nebenwerte-Watchlist, gehegt und gepflegt wird diese Liste von Michael Schröder vom Aktionär. Hallo Michael, grüß schön, dich, dass du da bist. Ja, ich wollte jetzt eigentlich anfangen mit Isravision jagt von einem Rekordhof zum nächsten und jetzt sehen wir das. Das müssen wir mal ganz kurz erklären. Ja, schönen Gruß an, ja, an die Technik oder an meine Chartauswahl. Natürlich kein Kurssturz, wir haben hier einen Aktiensplit gesehen, also die Aktie ist weiterhin in dem Aufwärtstrend, den du gerade besprochen hast, sieht man jetzt in diesem Chart nicht ganz so gut. Vielleicht sollte ich mich einfach so ein bisschen rüberlehnen, damit wir das übertünchen. Aber sei es mal dahingestellt, Isravision im Moment quasi in den letzten Tagen einer der Top-High-Flyer im Tech-DAX. Also nicht mehr Wirecard und Sartorius, jetzt nur bezogen auf die letzten Tage Isravision mit dem richtigen Zwischenspurt, jetzt wieder auf ein neues Rekordhoch angestiegen. Fantasie durch eine große Branchenmesse. Soll eine Reihe von Aufträgen eingeholt werden. Diese Aufträge wurden jetzt mehr oder minder eingepreist. Isravision, die meisten Zuschauer kennen das Unternehmen noch, weil es halt auch schon sehr lange bei den Tech-Werten notiert ist. Vielleicht kannst du trotzdem noch mal kurz sagen, nicht im Tech-DAX, da erst kurz aufgeschlagen. Das maschinelle Sehen, also im Rahmen einer Automatisierung der Produktionsketten, ist es das sehende Auge, das, was den Fehler erkennt, was der Mensch eben nicht erkennt, was ihn automatisch erkennt, was also hilft, den Kunden, die diese Technologie einsetzen, die Qualität der Produkte zu verbessern und natürlich die Kosten zu senken. In der Regel amortisiert sich die Technologie bei den Kunden schon innerhalb von einem halben Jahr, also relativ schnell. Die Nachfrage ist sehr hoch. Isravision wächst schon immer prozentual zweistellig in den letzten Jahren. Besonderer Vorteil dieser Firma ist, es bedient diverse Branchen. Also wenn es in einer Branche mal ein bisschen schwächelt, dann kann das durch die andere Branche ausgeglichen werden. Im Moment profitiert es natürlich von der zunehmenden Automatisierung. Alles in allem passt das Bild. Das einzige Manko, was man der Aktie jetzt mal nachsagen kann, wir sind jetzt im Bereich eines 40er KGVs, also viel dieser Fantasie ist eingepreist, aber da sei auf einige amerikanische Pendants oder auch auf einige andere heimische Tech-DAX-Werte hingewiesen. Es gibt halt auch Phasen, wo die Bewertung in den Hintergrund rückt, wo das Momentum ganz klar vorne steht. Vielleicht gehst du einfach schon mal auf den Jahreschart. Wahrscheinlich die Linie wird zwar da auch immer noch drin sein, aber das Momentum ist halt sehr groß, weil wir hier diesen ursprünglichen Trend jetzt tatsächlich fortgesetzt haben. Also den Schaden müssen wir hier halt leider entschuldigen. Alles in allem spricht das Momentum im Moment ganz klar für die ESRA-Aktie. Kommt der Newsflow durch die Messe, ist hier mit Sicherheit kurzfristig noch einiges drin. Mittelfristig sehr aussichtsreich. Sagen wir mal so, Rücksetzer, jetzt nicht wie hier dargestellt, muss man auf dem Weg nach oben mit Sicherheit erwarten, aber langfristig wird das Unternehmen weiter zu den Gewinnern zählen, zumal natürlich neben dem organischen Wachstum auch Zukäufe geplant sind. Also Isravision stark mit Roboteraugen im Geschäft, eilt von einem Allzeithoch zum nächsten und jetzt machen wir quasi die Rolle rückwärts und kommen vom Allzeithoch zum Allzeittief und werfen einen Blick auf die Aktie von Tele Columbus, zuletzt nicht besonders stark unterwegs gewesen. Was ist denn hier los? Ja, die Gewinnwarnungen haben die Anleger vergrault. Das Unternehmen ist eigentlich gewachsen durch Übernahmen, drittgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland. Aber die Integration dieser Übernahmen hat sich halt deutlich verzögert oder verlängert und hat weitere Kosten verursacht. Man sieht hier, wir sind jetzt hier auf ein Rekordtief zurückgefahren, sogar zwischenzeitlich unter die 6-Euro-Marke. Interessant wird das ganze Thema jetzt zum einen natürlich durch Insiderkäufe, Vorstand und Aufsichtsrat der Firma greifen hier auf dem aktuellen Niveau hinzu. Kann man vielleicht daraus schließen, dass es jetzt operativ so langsam in den Bahnen läuft, wie man es sich vorstellt. Zum anderen gibt es noch eine Fantasie, da Vodafone eine Übernahme von Unity Media plant. Da sagen jetzt erste Experten, dass das nur funktioniert, wenn Unity Media Geschäftsteile verkauft, damit das Kartell diese ganze Geschichte durchwinkt. Die könnte Tele Columbus jetzt möglicherweise relativ günstig erstehen, also das eigene Geschäft stärken. Hinzu gibt es noch diese kleine Randerscheinung, die es aber bei Tele Columbus auch schon sehr, sehr lange gibt, die latente Übernahmefantasie. Wir haben mal mit dem Rolf Dommermuth, Vorstand von United Internet, ein Großaktionär, der knapp unter 30% steht. Also das ist
immer eine Fantasie, die Karte wird bei der Telekolonus immer wieder gezogen. Mir geht es jetzt einfach mal darum, dass wir hier tatsächlich im Bereich um 6 Euro einen Boden sehen könnten und dann mit einer operativen Verbesserung hier eine schöne Trading-Position eingehen. Also spekulativ durchaus interessant auf diesem Niveau. Und vielleicht dann noch mal kurz den Jahreschart, weil sonst rutscht der nachher noch ins nächste Bild. Hier sieht man das ganze Ausmaß nochmal. Wir sind also hier von 9 auf die 6 runtergefallen, stabilisieren uns jetzt hier und haben jetzt die Chance auf eine Gegenbewegung bis in den Bereich 7 bis 8 Euro. Also mutige Anleger können jetzt schon eine Position eingehen. Wer nicht ganz so mutig ist, der sollte warten bis... Ja, bis die nächsten Zahlen diese operative Stabilisierung und Trendwende tatsächlich bestätigen. Alles klar, dann machen wir weiter mit MS Industry oder Industrie, MS Industrie, sagt man, glaube ich. Ja. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz für die Zuschauer, die nicht so im Bilde sind, erklären, was ist MS ein LKW, macht. LKW-Zulieferer und ein zweites Geschäftsfeld, Ultraschallschweichen, ist für die Verpackungsindustrie recht interessant, hier sehr gut aufgestellt, aber man sieht hier im 6-Monats-Chart auch, vielleicht können wir hier auch direkt auf den Jahreschart gehen. Man sieht, hatte ja eigentlich die Prognosen übertroffen, Chart spiegelt das nicht so wirklich Moment, wieder. Im Moment spiegelt der Chart die operative Entwicklung ganz und gar nicht wieder. Mit dem Vorstand gesprochen. Es gibt aus seiner Sicht eben auch eigentlich keine operativen Aspekte, die hier für diesen Kursrutsch springen. Es gibt zwei größere institutionelle Anleger, die Positionen reduzieren. Dann gibt es die allgemeine Diesel-Pkw-Diesel-Diskussion, die natürlich hier bei einem Automobil- bzw. Lkw-Zulieferer ein bisschen weg das Thema Amerika, US-Zölle. Dabei produziert MS Industrie in Amerika, ist eigentlich auch nicht betroffen. Alles in allem meine Vermutung, dass hier im Moment die Abgabebereitschaft recht groß ist und die Kauflust bei den Investoren relativ überschaubar. Möglicherweise sehen wir jetzt hier eine Stabilisierung im Bereich 3,25, 3,20. Haben diese Woche noch die Hauptversammlung, dann gibt es wahrscheinlich neue Auftragszahlen und die werden aus meiner Sicht zeigen, dass das Unternehmen bis ins nächste Jahr komplett ausgelastet ist, also dass es operativ tatsächlich rund läuft. Und wenn hier der Verkaufsdruck mal weg ist, dann wird die Aktie auch schnell wieder Richtung GD200, Richtung 4 Euro und möglicherweise mehr ansteigen. Analystenkursziele liegen auch über der 5-Euro-Marke, aber müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Erstmal brauchen wir die Stabilisierung, dass der Verkaufsdruck nachlässt und dann geht die Reise wieder nach oben. Ach, erstmal Luft holen. Okay, ich glaube, alle Fragen weitestgehend beantwortet. Machen wir gleich weiter mit Six. Damit, denke ich, müssen wir nicht großartig erklären, was es damit auf sich hat. Aber dennoch, kleiner Grundkurs Aktien, weil es gibt ja hier Vorzugsaktien und Stammaktien. Wir schauen uns heute die Vorzugsaktie an, also die Aktie, die mit einer Dividende ausgestattet ist und nicht die Stammaktie, die mit Stimmrechten ausgestattet ist. Warum haben wir heute die Vorzugsaktie dabei? Tja, wenn das der Grundkurs nicht hergibt. Nein, wir haben die Vorzüge dabei, weil wir letzte Woche auch schon die Vorzüge und die Stämme dabei hatten. War jetzt in der letzten Woche die Hauptversammlung, jetzt 4,02 Euro Dividende gegeben. Ups, einen Kringel kann ich also nicht zeichnen. 4,02 Euro Dividende gegeben. Haben jetzt aber hier trotz allem diese Unterstützungszone und ich habe es an dieser Stelle schon oft erwähnt, operativ sehr stark unterwegs. Im zweiten Halbjahr gibt es hier noch weitere Neuigkeiten zur Mobilitätsplattform. Wir haben das schon thematisiert. Einfach nur mal nach dem Dividendenabschlag die Vorzüge, hier den Chart der Vorzüge mitgebracht. Bei den Stämmen gab es ein bisschen weniger Dividende. Chart sieht ähnlich aus. Stammaktie, wissen wir, steht nur 20 Euro höher und die Spekulation ist halt, dass dieser Abschlag in den nächsten Monaten weiter aufgeholt wird. Fakt ist, dass operativ dieser Aufwärtstrend, den wir hier sehen, auch untermauert ist mit dem Zahlenwerk. Also alles in allem hier im Bereich um 70 Euro immer noch eine interessante mittel- bis langfristige Einstiegsmöglichkeit. Die Familie Six hatte sich ja von einem großen Teil ihrer Stämme getrennt. War zuletzt zu lesen, was muss man als Anleger darüber wissen? Muss man deswegen nervös werden? Muss man gar nicht nervös werden. Bei der Performance ist es nicht ungewöhnlich, dass die Familie oder der Vorstand hier mal einen Teil, also 3%, sind jetzt immer noch bei 60% oder so, verkauft. Einmal die Nachfrage von institutioneller Seite war halt sehr groß, die Gegebenheiten passten hier auf diesem Niveau, daher also hier keine Rückschlüsse auf jedwede operative Entwicklung. Einen haben wir noch, und zwar die Aktie von Einhell, beziehungsweise auch hier die Vorzüge von Einhell. Vielleicht könntest du ja auch noch mal kurz für die Zuschauer, die neu mit dabei sind, kurz erklären, für was Einhell steht. Ja, für klasse Werkzeuge, also
Man sieht sie in vielen Baumärkten und ich schätze mal, der ein oder andere Zuschauer wird auch ein Produkt auf seiner Werkbank oder in seinem Schuppen oder in seinem Keller haben. Der Trend ist hier, man sieht es jetzt in dem Seitwärts, im 6-Monats-Chart nicht ganz so. Vielleicht gehen wir hier auch direkt auf den Jahreschart. Der Trend ist ganz klar aufwärtsgerichtet, operativ wie im Chartverlauf. Wir sehen hier einen schönen, konstanten Aufwärtstrend. Wir liegen hier knapp unter dem Rekordhoch bei 105,50 Euro. Das Unternehmen hat in der Vorwoche die Prognosen nochmal angehoben. Wir sind jetzt bei Umsatzerwartung von 610 bis 620 Millionen. Die EBT-Marge 6,9 bis 7,4%, also deutlich über 7% vermutlich im Gesamtjahr. Ja, die Produkte sind stark nachgefragt, die Internationalisierung läuft. Da hat man früher immer gedacht, Baumarktgeschäft ist halt nur im Sommer, aber Einhell-Produkte werden rund um den Globus verkauft. Diese Saisonalität ist relativ geglättet, weil eben auf der Südhalbkugel und auf der Nordhalbkugel sich das Ganze ein bisschen ausgleicht. Natürlich wird das Hauptgeschäft hier noch in Europa erzielt. Zudem diese Power Exchange-Reihe, vielleicht für den einen oder anderen schon bekannt, ist im Prinzip das Gartenwerkzeug ohne Kabel. Und das ist der neue Trigger für die Firma. Ein Akku und dann ganz, ganz, ganz viele Geräte, die eben auf diesen Akku passen. Das sorgt für Kundenbindung und die Marge in dem Bereich ist natürlich auch recht stark und deswegen wird diese Produktpalette in den nächsten Monaten auch immer weiter ausgeweitet und man kann davon ausgehen, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass sich dieser Aufwärtstrend hier kontinuierlich nach oben fortsetzt. Wir haben hier eine Aktie mit dem 2019er KGV von 11, soliden Wachstumsaussichten. Man muss jetzt hier keine Kursrallye erwarten, aber wenn wir hier in einem halben Jahr nochmal reden, dann müsste, sofern das Marktumfeld insgesamt nicht komplett durchgeschüttelt wird, die Aktie hier mit Sicherheit 10-20% oder mehr höher stehen. Ja, hat sie noch guten Chancen. Also ganz herzlichen Dank, Michael, für den Überblick und Einblick in deine Watchlist. Liebe Zuschauer, man hat es mal wieder gesehen, der Blick in die zweite und dritte Reihe, der lohnt sich allemal. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Spaß beim Handeln und bis zum nächsten Mal hier bei Schröders Nebenwerte Watchlist.